Also mein Name ist Josef Fischer, ich komme von der Abteilung Umwelt- und Energiewirtschaft des Landes Niederösterreichs. Und bei vielen Themen sind wir für die Landesprogramme im Bereich Klima- und Energiepolitik zuständig. Und um so ein Landesprogramm, den Klima- und Energiefahrplan, wird es hier gehen. Also die Frage, was tut das Land Niederösterreich und dabei mit dem Schwerpunkt der Gebäude? Was erwartet Sie jetzt kurz in den nächsten 15 bis 20 Minuten? Ich möchte einleiten, warum wir denn seit geraumer Zeit Klima und Energie so stark diskutieren. Ganz grob nur, wo kommen die Treibhausgase denn her? Und was gibt es für Vorgaben und Ziele für Niederösterreich? Wie ist der Ist-Stand bei den Gebäuden mit der Klimabrille betrachtet? Welche Maßnahmen bringen uns weiter oder was wird derzeit bei uns diskutiert? Und ein kurzes Fazit für die Gebäude. Also, warum diese Themen Klima und Energie vor Corona so präsent waren, warum gab es voriges Jahr die Fridays for Future und warum macht ein Land wie Niederösterreich eigene Programme für Klimaschutz? Sie wissen das alle ganz klar, die Antwort ist der Klimawandel. Eine nette Abbildung sind die Bäume in Stripes of Globe. Seit 1850 repräsentiert jeder Strich ein Jahr und dabei die Jahresmitteltemperatur. Man sieht ganz klar die starke Zunahme der Erwärmung. Dabei diskutieren wir immer diese 2 Grad Celsius, also die maximale Begrenzung des Temperaturanstiegs zum vorindustriellen Zeitalter. Ich habe hier eine mathematisch ein bisschen fragwürdige Formel aufgeschrieben. Warum sind 2 Grad gleich 4 Grad? Es geht dabei um die Jahresmitteltemperatur und eines muss man sich in der Klimadiskussion immer vor Augen halten. Wenn wir global von 2 Grad sprechen, dann bedeutet das in Österreich 4 Grad Erwärmung, weil wir einfach eine kontinentale Lage haben. Wir haben keine Ozeane, die diese Temperaturanstiege abpuffern. Bei uns bedeutet das das Doppelte, das kann man jetzt auch schon ganz klar an den Zeitreihen nachmessen. Was ich auch gerne erzähle, wie kann man sich das vorstellen? 2 Grad klingen ja nicht viel. 1 Grad Unterschied im Jahresmittel ist der Unterschied zwischen Rett und dem Seewinkel, also vom kühlsten Weinbaugebiet mit einem reschen grünen Veltliner Retz bis zum wärmsten Weinbaugebiet im Burgenland mit schweren Rotweinen. Also das ist klimatisch schon wirklich ein Unterschied. Würden wir uns die Temperaturen um 4 Grad ansteigen im Jahresmittel, dann hätten wir Verhältnisse von Madrid oder weiten Teilen Anatoliens. Das heißt, das würde uns schon sehr stark beeinflussen. Physikalisch ist es ganz klar und auch 95% der Wissenschaftler sind sich einig, dieser Klimawandel wird maßgeblich durch den menschlichen Ausstoß von Treibhausgasen verursacht. Woher kommen diese Emissionen? Bei uns in Österreich ist es 85% aus der Verwendung von fossilen Energien. Bisschen mehr als 12% mit Methan und Lachgas kommt vorwiegend aus der Landwirtschaft. Dann gibt es noch die fluorierten Gase. Aber ganz klar ist es hier die fossile Energie, die uns die Emissionen beschert. Auch da eine Faustzahl. 100 Jahre Vulkanaktivität, also die letzten 100 Jahre, haben so viel Treibhausgase emittiert wie die Menschheit in einem Jahr. Das ist eine ganz nette Faustzahl. Ja, die Entwicklung ist in Österreich eher bescheiden. Wir sind noch immer auf dem Niveau von 1990 mit den Treibhausgasen. Also gibt es auch entsprechend Vorgaben und Ziele. Da ist Niederösterreich ganz gut eingebettet von globaler, europäischer und österreichischer Seite. Die Folie möchte ich eher überspringen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dabei eher agieren statt zu reagieren, weil die Länder werden einfach direkt in die Pflicht genommen. Sie kennen vermutlich seit 2018 die Mission 2030, die Bundesstrategie im Klima- und Energiebereich. Und die gibt für den Gebäudebereich ein klares Sektorziel vor. Da gibt es eine Einsparung, die bedeutet, von 2017 bis 2030 hat der Gebäudebereich 37% CO2 einzusparen, also mehr als ein Drittel. Warum finden Sie in meinem Vortrag öfters Zahlen aus 2017? Nun, das rückt daher die Klimadaten. Die Treibhausgase kommen vom Umweltbundesamt und im Rahmen der Bundesländer Luftschadstoffinventur und die sind immer 2 Jahre hinten nach. Wir haben vorige Woche die Zahlen für 2018 bekommen. Also
Ein Drittel ist mal nichts. Also ist nicht nichts, da heißt es schon noch ordentlich einzusparen. Im aktuellen, derzeit aktuellen Regierungsprogramm ist ganz klar die Rede vom Ende der Fossilen in der Raumwärme, hier ein Schwerpunkt für den Gebäudebereich. Aber die klarsten und genauesten Vorgaben liefert uns in dem Bereich die EU mit der Gebäuderichtlinie und der Energieeffizienzrichtlinie. Niedrigstenergiestandard ab 2020 für alle Neubauten. Ein sehr starkes Ziel bis 2050, 80% der Treibhausgase herauszubekommen im Bestand. Und auch ein Schwerpunktthema ist E-Mobilität im Wohnbau. Wie bekommen wir wieder kleine Stimmen? So, wie gesagt, Niederösterreich ist da ganz gut eingebettet. Was tun wir jetzt? Wir haben hier zwei Dinge, eine strategische Ebene, das ist der Klima- und Energiefahrplan, aber auch eine Umsetzungsebene mit dem Klima- und Energieprogramm. Dieser Fahrplan soll auch für uns Strategie und Rahmen geben. Einzelne Blitzlichter daraus sind, wir bekennen uns zum Bundesziel und reduzieren die Treibhausgase um 36% bis 2030. Wir haben im Energiebereich sehr starke Ziele, Versiebenfachung der Photovoltaik in den nächsten 10 Jahren, eine Verdopplung der Windkraft, das Ziel auch 30.000 zusätzliche Haushalte mit Biomasse zu versorgen. All diese Dinge sollen bis zu 10.000 neue Beschäftigungen, also sogenannte Green Jobs, bringen. In der Mobilität ist ein quantifiziertes Ziel, dass bis 2030 jeder fünfte PKW elektrisch unterwegs ist. Ein Ende der Kohleverstromung, das haben wir im Herbst bereits umgesetzt. Ja, und natürlich die Anpassung im Klimawandel, ein großes Ziel derzeit. Also Ziele, Vorgaben und Strategien sind natürlich nötig, jedoch bringen die wenig, wenn man keine konkreten Maßnahmen hat. Es gibt auf Landesebene seit 2004 ein Maßnahmenprogramm mit konkreten verbindlichen Maßnahmen und einer Projektgruppe von über 30 Dienststellen. Und derzeit erarbeiten wir das neue Programm für die Periode ab 2021. Und da werde ich dann ein bisschen auf dem Nähkästchen plaudern, wo kann denn die Reise im Gebäudebereich hingehen, an was arbeiten wir und was wird diskutiert. Wie ist nun der Ist-Stand bei den Gebäuden? Mit der Klimabrille betrachtet. Der Sektor Gebäude ist für ca. 10% der Emissionen verantwortlich in Österreich und Niederösterreich, aber auch indirekt zum Teil der Emissionen für den Verkehrsbereich. Er hat auch schon maßgeblich reduziert, also einer der wenigen Bereiche, wirklich reduziert hat nur die Energieversorgung und der Gebäudebereich. Und trotzdem gibt es aber noch Ziele, starke Ziele. Warum das so ist, ist klar. Im Gebäudebereich gibt es verhältnismäßig einfache Stellschrauben. Im Vergleich zur Landwirtschaft oder zum Verkehr oder der Industrie ist es im Gebäudebereich noch immer leichter zu reduzieren. Und auch die Kompetenz ist ganz klar aufgeteilt zwischen Land und Wie haben sich die Emissionen entwickelt? Beziehungsweise was treibt sie und reduziert sie? Das zeigt die sogenannte Komponentenzerlegung. Sie sehen links den Stand von 1990 im Gebäudebereich, hier den Stand 2017. Das sind die niederösterreichischen Haushalte. Im Wesentlichen gibt es zwei Treiber. Einfach ganz klar die Anzahl der Hauptwohnsitze und die immer steigenden Wohnungsgrößen. Und reduziert hat es einerseits die Heizungsumstellung, also welchen Brennstoff setze ich ein, und andererseits die Endenergie pro Quadratmeter, also die Sanierung. Bei den Heizungen schaut es wie folgt aus: Von über 700.000 Wohneinheiten sind 14%, also knapp 100.000, nach wie vor mit Öl versorgt. Und ein sehr großer Teil mit 33% werden durch Erdgas versorgt. Und emissionsmäßig teilen sich diese zwei Heizungssysteme die Emissionen, denn Öl hat ein höheres Treibhauspotenzial. Trotz dass es weniger Heizungen sind, machen sie gleich viele Emissionen aus. Und wenn man sich hier den Zielpfad anschaut, dann ist 2030 mit diesem guten Drittel noch vorstellbar. Schaffen wir auch mit raus aus dem Öl. Aber das langfristige Ziel bis 2050 wird natürlich entsprechend spannend und da bedarf es auch guter Strategien für das Ganze.
Also, was wissen wir nun aus dieser Ist-Stands-Analyse? Was ist im Gebäudebereich ernst zu nehmen? Wo muss es hingehen? Das Leichteste, um CO2 einzusparen, ist die Umstellung der fossilen Heizungen. Der nächste Schritt muss es sein, die Sanierung voranzutreiben. Neue Gebäude mit möglichst kleinen Emissionen, das ist ein klassisches Nona-Net-Thema. Ein großes Fragezeichen für uns ist auch Reduktion der Flächen. Wie kann man hier entgegenwirken? Und auch ein Thema, die Sicherstellung der Sommertauglichkeit. Man denkt nun an das Gymnasium in St. Pölten in der Josefstraße. Vor 2, 3 Jahren groß renoviert und laut Schüler- und Lehrerberichten und auch Zeitungsberichten ab Anfang Mai teilweise unbrauchbar, weil es so warm wird. Was wird aktuell diskutiert? Da plaudere ich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen. Diese Inhalte, die jetzt kommen, sind in Diskussion. Da gibt es keine Beschlüsse dazu. Aber das sind die Themen, die uns beschäftigen für die nächste Periode. Niederösterreich hat als erstes Bundesland ein Ölkesselverbot im Neubau eingeführt. Das bringt jetzt wenig Treibhausgase, aber es war ein wichtiges politisches Signal. Und wir bereiten derzeit den zweiten Schritt vor. Wie kann ein Ausstieg aus den bestehenden Anlagen erfolgen? Da ist immer die Diskussion, wie greift man in bestehende Rechte ein? Hier arbeiten wir an einem Stufenplan, je nach Kesselalter, zu einer gleichmäßigen und moderaten Umstellung der Heizung ab 2025. Aber das kommt de facto auch einer Verpflichtung gleich. Wichtig ist zugehörige langfristige und degressive Förderungen. Denn derzeit hat man von öffentlicher Hand bei den Förderungen genau alles falsch gemacht. Die Förderungen waren sehr kurzfristig, temporär, ohne Planungssicherheit. Der nächste Schritt, wie gehen wir mit dem Gas um? Dazu haben wir bereits begonnen, ein Pilotprojekt zu machen. Wir möchten hier untersuchen, macht es Sinn, einfache Luftwärmepumpen zu bestehenden Gasanlagen dazuzustellen? Das würde bedeuten, eine neue Wärmepumpe läuft bis zu einer Außentemperatur von zum Beispiel 0 Grad Celsius, um hier eine gute Jahresarbeitszahl zu bekommen. Und wird es kälter, läuft der bestehende Gaskessel. Hier möchten wir schauen, funktioniert das technisch, wie schaut es mit den Kosten aus und wie viel können wir wirklich einsparen. Auch in Vorbereitung und Diskussion ein Verbot von Gaskesseln im Neubau. Wird auch im Regierungsprogramm so verlangt. Und auch ein langfristiges Szenario für bestehende Gaskessel. Bei der Sanierung gibt es zwei Themen, die derzeit dominieren. Die Einführung eines Sanierungsplanes oder Ausweises. Das heißt, wie kann man individuell und konkret einen Sanierungsplan für jedes Gebäude erstellen und den auch an die Frauen, an den Mann bringen. Da soll es weit über den Energieausweis hinausgehen. Und als zweites, ist es denn auch möglich, Emissionsgrenzwerte für bestehende Gebäude vorzugeben? Also auch hier könnte ein langfristiger Stufenplan nach Gebäudealter, Kategorie oder Heizsystem angedacht sein. Also eine zwanghafte Sanierung, ist sowas überhaupt möglich? Und wie kann eine innovative Förderung dazu aussehen? Mit einer langfristigen Refinanzierung zum Beispiel als Grundstück zu der gebäudebezogenen Klimaschutzanlage. Elektromobilität, ein Thema, das stark mit dem großvolumigen Wohnbau zu verknüpfen ist. Denn bei allen Modellen, die wir durchgespielt und berechnet haben, wenn wir von Energiewende reden, ist die Elektromobilität einer der wichtigsten Schlüssel dafür. Wir haben auch Feldversuche an mehreren Standorten im großvolumigen Wohnbau gemacht, die großflächig mit Elektromobilität ausgestattet. Und ja, es ist auch bei jetzigen Anschlussleistungen möglich, die Autos zu tanken. Und ohne Infrastruktur im Großvolumigen sperren wir ein Drittel der Niederösterreicherinnen aus von der Elektromobilität. Also hier machen wir uns sehr viele Gedanken, wie kriegen wir die nötige Leerverrohrung und Zählerpositionen oder Zählerplätze in bestehende Gebäude. Wie kann man Luftwärmepumpen effizienter einsetzen? Was ist das ideale Haustechniksystem? Im großvolumigen Wohnbau werden immer öfters Luftwärmepumpen eingebaut. Auch hier haben wir Monitoringsfeldtests durchgeführt. Mit zum Teil sehr schlechten Ergebnissen, also da ist die Situation unbefriedigend. Und egal, ob man damit Bauherren, Bauträgern, den Installateuren spricht,
Ja, es herrscht sehr viel Unklarheit, was denn die Haustechnik da alles leisten muss und soll, um möglichst effizient die Gebäude zu versorgen. Die Sommertauglichkeit, Hitzetage, Tropennächte nehmen zu. Wie gehen wir damit um? Und vor allem, wie schaffen wir sinnvolle Begrünung? Ich mag dieses Foto ganz gern. Voriges Jahr entstanden in Niederösterreich. Ein Holzwohnbau, sehr innovativ, aber Asphalt, Asphalt, Beton, Beton bis zur Haustür. Und viele Themen mehr im Gebäudebereich. Vom Vorbild Land, was machen wir mit unseren eigenen 600 Gebäuden? Wir möchten auch eine Energieausweis- und Anlagendatenbank einführen, wie es in anderen Bundesländern gibt. Flächenverbrauch und Versiegelung, ein starkes Thema. Wie geht man in der Raumordnung mit den Gebäuden um? Denn die sorgen ganz klar für Mobilität und Verkehr. Fairerweise muss man aber auch sagen, wir haben auch noch Luft nach oben. Also da haben wir noch Hausaufgaben zu machen, wo wir noch sehr schwach aufgestellt sind, ist die langfristige Ökologie. Also von nachhaltigen Baustoffen über Rückbauplanung, graue Energie und Recycling. Da haben wir noch Luft nach oben. Jetzt gibt es da viele, viele Themen, die zu bearbeiten sind. Man stellt sich am Schluss die Frage, ist das denn alles aussichtslos? Ganz klar nein, da kommt auf kluge Entscheidungen an. Da gibt es ein sehr nettes Bild aus New York. Da gibt es immer die große Osterparade auf der Fifth Avenue. Sie sehen links ein Bild aus 1900. Wenn man ganz genau reinzoomt, sieht man ein Auto, alles andere waren Pferdefuhrwerke. Und 13 Jahre später ist das Bild genau umgekehrt. Das heißt, hier ist unserer Meinung nach vieles möglich und im Gebäudebereich sind wir auf Schiene. Ziele und Vorgaben sind klar. Wir kennen die nötigen Hebel. Wir haben die technischen Lösungen. Und man darf auch nicht vergessen, wirtschaftlich generieren wir sehr starken Zusatznutzen. Wir haben gerade im Gebäudebereich die größte heimische Wertschöpfung. Somit kann die Vision eines modernen Gebäudes sehr vielseitig sein. Und ich denke, hier ist es einfach Zeit, die Dinge auf umzusetzen. Ich möchte am Schluss mit einem Zitat von Goethe schließen, das ich auch immer in die politische Diskussion einbringe. Ich glaube, wir wissen alle genug und wir wollen, wir müssen es einfach auch tun. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich in diesem Schnelldurchlauf einen Einblick geben konnte, mit was wir uns beschäftigen, auch mit dem Hinweis, wir haben natürlich auch die Weisheit nicht mit dem kleinen Löffel gegessen. Wir dürfen uns auch weiterentwickeln, aber ich glaube, wir sind im Gebäudebereich alle gemeinsam auf einem guten Weg. Vielen Dank.